Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Goodbye Deponia. So, wir brauchen jetzt einen Beweis für unseren Heldenmut. So, nicht Rufus, aber danke. Hier haben wir Druckerschwärze. Und hier ist noch Papier. Mir ist da was eingefallen. Ich weiß, wie wir jetzt weiterkommen. Einmal zurück. So, jetzt einmal hier, Druckerschwärze und Papier. Geschwärztes Papier. Hallo, alter Kumpel. Klopf, klopf. Was denn jetzt noch? Ich wollte noch mal deinen Streichelzoo besuchen. Nein, danke. Hey! Was soll denn das? Menno, reg dich doch mal nicht auf. Ich wollte doch nur noch mal deine Tierchen angucken. Aber... Ruhig, Blut. Dann bin ich doch auch gleich wieder weg. Wir brauchen nämlich jetzt hier das geschwärzte Papier. Was tun Sie denn da? Na, nun mal langsam. Ich kann sehr gut mit Tieren umgehen. Aufhören, sofort! Machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Kein Grund, gleich so rumzuheulen. Du warst sowieso gerade fertig. Und? Haben Sie jetzt einen Beweis? Und ab! Ach ja? Und was soll das bitte darstellen? Ein kuscheliges Wollschnabeltier. Eine zierliche Zauberelfe. Eine zierliche Zauberelfe. Das soll eine Elfe sein? Na klar. Guck doch mal genau hin. Hier sind die Flügel. Hier die, naja, die sind da. Es war eine Elfe. Ja, wir haben den ersten Abdruck. Bitteschön. Hallo, Äffchen. Was für ein lustiges Äffchen. Ich bin kein Affe. Und es spricht. Kannst du noch andere Tricks? Ich kann dir dein Nasenbein ins Gehirn rammen, wenn du unbedingt willst. Boah. Ich dachte eigentlich sowas wie mit Köteln werfen oder so. Irgendwas Lustiges halt. Hallo, Drehaugelspieler. Was kostet es, das Äffchen tanzen zu sehen? 5 Slotti. Und wenn ich ihm eine Erdnuss mitbringe? Hey, ich bin kein Affe und der Preis ist nicht verhandelbar. Wow, es kann sprechen. Na gut, sagen wir 2 Erdnüsse. Okay. Hier kommen wir jetzt aber wieder nicht weiter. Hier haben wir jetzt auch alles abgefrühstückt. Jetzt gehen wir mal zum Rebellenlager. Nee, hallo Lotti. Ist das genial. Bambina? Lotti? Was macht ihr denn hier? Und warum habt ihr euch als Männer verkleidet? Erstens sind das unsere Uniformen. Wir sind jetzt Offiziere des Widerstands! Offiziere? Köstlich. Und zweitens heißt das jetzt Private Lotti und Sergeant Bambi. Sergeant Bambi? Hörst du das, Lotti? Ich glaube, Rufus macht sich über uns lustig, Sergeant! Offensichtlich ist er auf der Suche nach einem Satz neuer Zähne. Ladies, immer mit der Ruhe. Wir wollen uns doch nicht aufregen. Das gibt Fältchen. Wo sind denn die echten Rebellen? Wie meinst du das, die echten? Denkst du, das hier ist nur ein Traum oder was? Wenn ich dich pieksen soll, ich habe hier eine Nadel. Mit der komme ich im Zweifelsfall bis auf die Knochen. Nein, ich meine doch die echten Rebellen. Janosch, Galef, Liebold, die alte Truppe eben. Ach so. Die. Janosch ist, soweit ich weiß, auf einer Mission. Galef und Liebold sind im Lager. Gleich hinter dem Tor dort. Da müssen die wohl erstmal reichen. Ihr seid jetzt also auch beim Widerstand? Was dagegen? Aber nicht doch, Sergeant Bambi. Was ist daran so lustig? Naja, es ist lustig, weil ihr Frauen seid. Verstehst du? Ach, herrje. Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist. Aber ein sexistischer Idiot? Was? Nein. Das hat doch nichts mit Sexismus zu tun. Manche Dinge passen einfach nicht. Frauen beim Widerstand. Das ist so, als würde man einem Wombat einen Sombrero aufsetzen. Oh Gott.
Hoho, Sombrero! Siehst du? Da muss selbst Lottie schmunzeln. Und das liegt ja nicht daran, dass sie Vorurteile gegen Drexikaner hat, oder? Niemals! Oder gegen Wombats. Oh, ich liebe Wombats, die sind... Das sind nützliche Tiere. Exakt, wie Frauen. Okay. Achtung, leitender Offizier anwesend. Achtung, leitender Offizier anwesend. Aha, und wo? Hinter dir? Haha, ich meinte natürlich mich, du pflanzlicher Kanonenfutterzusatz. Das wüsste ich aber. Wir nehmen unsere Befehle nur von unserer Squad-Leaderin entgegen. Egal, wer das schon wieder ist. Sie untersteht ebenfalls meinem Kommando. Ich bin nämlich der Anführer. Netter Versuch, Rufus. Aber wir kennen den General. Und du bist es nicht. Den was? Den General? Squad-Leaderinnen, Generäle? War ich denn wirklich so lange weg? Dann will ich mal nicht länger stören. Dann will ich mal nicht länger stören. Tu nicht so. Na gut, ich habe nicht genug Zeit, euch länger zu stören. Besser. Okay. Was haben wir denn hier noch? Oh, hier ist eine Antenne. Die würde wohl bestimmt nicht kaputt gehen, wenn ich die jetzt anschaue. Nur mal zur Info. Diesmal breche ich sie absichtlich ab. Also, ich meine natürlich, ich richte sie neu aus. Ein kleines Stück noch. Upsi. Ach, stimmt ja. Ich brauche noch ein geeignetes Motiv für eine Heldentat. Immer diese Subquests. Oh, wow. Hey, da bewegt sich doch was. Ist das nicht... Na klar, das ist doch Baby Bozo. In höchster Gefahr. Ich muss Barry davon erzählen. Dann auf zu Barry. Aber denken Sie immer noch den Finger... Nö. Ups, da wollte ich noch nicht hin. Ich wollte zur Redaktion. Hey, Barry. Gute Neuigkeiten. Ich habe ein Motiv. Echt jetzt? Was ist es? Komm mit, ich zeig's dir. Oh je, das ist aber hoch. Heul nicht rum und halt den Fotoapparat bereit, weil ich das, was ich jetzt tue, nur einmal tun werde. Sei denn, das Foto wird nicht gut. Na, dann machen wir's nochmal. Okay, wir gehen mal. Aha, weil wir jetzt hier hingehen, haben wir Babybose. Ist ja einfach. Hallo Babybose. Hey! Okay, dann eben noch nicht. Da fehlt wieder was. Irgendwie war das noch nicht so heldenhaft. Wart's ab. Ich wollte erstmal die Lage checken. Was können wir denn bei den Bozos noch machen? Hallo, Mama Bozo. Oh, das Und du bist dann wohl Bozos Mutter, richtig? Rate nochmal. Die Tante? Die böse Stiefmutter. Eine Einbrecherin. Die Bewährungshelferin? Nein. Die Oma, die Vorkosterin. Die Schwester? Eine Mischung aus alledem. Warte, was war das Vorletzte? Die Schwester. Oh. Rufus, du Charmeur. Hä? Wieso? Ich bin natürlich die Mutter. Was? Aber... Aber du kannst mich gerne Mama nennen. Wie in Komm zu Mama. Was stimmt denn nicht mit Bozo? Ach, Rufus, ich bin mit meinem Latein am Ende. Seit er zurück ist, ist er wie ausgewechselt. Der Junge isst nicht, spricht nicht. Und nicht einmal seine geliebten Fifi-Funkelfee-Datasetten muntern ihn auf. Fifi-Funkelfee. Kleinen Moment, das ist ja gerade wichtig. So. Ich musste gerade kurz meinen Laptop, der hat heute ein bisschen extrem rumgezickt und ich lasse den jetzt erstmal auf Originaleinstellung zurücksetzen. Wenn das dann so gut schlafen würde. Okay, weiter.
Okay, mache ich jetzt sofort weiter. Sorry. Ich mache Bozo wieder gesund. Du bist so ein guter Junge. Ich wünschte, ich hätte einen Sohn wie dich. Weißt du zufällig den Weg zum geheimen Rebellenlager? Aber natürlich. Du musst einfach unten an der Straße quer über den Platz und dann immer geradeaus. Ich backe manchmal Kuchen für die jungen Soldaten. Und dann legt sie damit eine Spur vom Lagertor bis zu unserem Haus. Kannst du mir etwas über Bozo erzählen? Natürlich. Was möchtest du wissen? Vorsicht, Rufus. Du öffnest die Büchse der Pandora. Was für eine Büchse? Ach, nimm ihn nicht so ernst. Er meint den Dia-Projektor von Bozos Tante. Versteck dich! Ich wusste gar nicht, dass Bozo aus Porta Fisco stammt. Hat er dir denn gar nichts erzählt? Keine Ahnung. Es ist so unglaublich ermüdend, ihm zuzuhören. Das kommt daher, dass seine Fettbacken auf den Kiefer drücken. Ich werde ihn daran erinnern. Stündlich, wenn es sein muss. Ich wusste gar nicht, dass Bozo einen kleinen Bruder hat. Der ist ihm ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Ist er auch mit einer Schafschere? Tja, alle männlichen Bozos verfügen über ein außergewöhnlich dichtes Haar. Sobald ich mit dem Stillen anfange, sprießt es wie verrückt. Vielleicht sollten Sie Ihre Muttermilch als... Moment mal. Was ist noch gleich die geheime Zutat deines Spezialschampons? Das ist ein Geheimnis. Okay. Ich wusste gar nicht, dass Bozo so eine klasse Mutter hat. Aber Rufus, du Charmeur, du weißt, wie man eine einsame Frau aufmuntert. Wo ist Bozos Vater? An der Front verschollen. Ich bin ganz krank vor Sorge. Zum Glück hatte ich Unterstützung von Freunden, die mich auf andere Gedanken gebracht haben. Welche Freunde meinst du genau? Den Milchmann, den Klempner oder den Postboten? Tja, wie heißt es so schön? Gute Freunde lässt man nicht hängen. Wusstest du, dass Bozo eine Freundin hat? Wirklich? Ja, ihr Name ist Bambina. Sie hat einen Waffenladen auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Hörst du, Opa? Bozo hat eine kleine Freundin. Die Knalltüte? Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Tja, es ist wirklich kaum vorstellbar. Er war immer so schüchtern. Als ich ihm damals von den Bienen und den Blumen erzählt habe, ist er wochenlang nicht ohne Imkerhut aus dem Haus gegangen. Was? Wie war Bozo als Kind? Da gibt's doch bestimmt irgendwelche peinlichen Geschichten. Eigentlich nicht. Er war ein außerordentlich braves Kind. Er hat nie etwas kaputt gemacht. Seine Fifi-Funkelfee-Puppen selbst weggeräumt. Und selbst beim Ritterspielen wollte er immer die Prinzessin sein. Lass uns lieber über was anderes reden. Gerne. Immerhin habe ich ja nicht jeden Tag so einen feschen jungen Mann zu Besuch. Zumindest nicht, seit der Briefträger das Fenster verstopft. Okay. Ich dachte, Porta Fisco sei vom Organon besetzt. Das war es bis vor kurzem auch. Aber unter Leitung des neuen Generals hat der Widerstand die Stadt zurückerobert. Moment mal, ich höre immer General. Ach, du kennst den neuen General noch gar nicht? Ich wusste nicht mal, dass wir Ränge haben. Darf ich zum Essen bleiben? Aber natürlich, Rufus. Freunde von Bozo sind hier immer willkommen. Besonders, wenn sie so knackig sind. Nur damit wir uns richtig verstehen. Ich esse mit und komme nicht als Fleischbeilage in den Salat, richtig?
Wann gibt's denn Essen? Wann gibt's denn Essen? Da musst du Opa fragen. Er hat versprochen zu kochen, wenn Boso mal Freunde ins Haus bringt. Du hast mir nicht zugehört. Ich habe gesagt, dass ich kochen werde, sobald Boso eine Freundin ins Haus bringt, weil das nie passieren wird. Wir reden später weiter. Wir reden später weiter. Fühl dich wie zu Hause. Ich suche derweil schon mal Fotos von Bosos Ballettunterricht raus. Dann gehen wir doch nochmal zu Bosos Freundin Bambina. Ach, jetzt ist der Baby-Boso lang gekrabbelt. Habt ihr gesehen? Sergeant Bambi! Hallo, ihr zwei Grazien! Du schon wieder? Was willst du? Okay, dann will ich mal nicht länger stören. Dann will ich mal nicht länger stören. Na gut. Besser. Ja, ich habe keine Zeit. Ja, braucht ihr eine Antennengabel? Was hast du da? Ich habe einen. Willkürlich aus meinem Inventar ausgewähltes Objekt. Dann interessiert das mich nicht. Wir haben gerade eine wichtige Mission zu erfüllen. Okay. Abdruck? Was hast du da? Ich habe ein willkürlich aus meinem Inventar ausgewähltes Objekt. Dann interessiert das mich nicht. Wir haben gerade eine wichtige Mission zu erfüllen. Hallo, ihr zwei Grazien. Okay. Du schon wieder? Was willst du? Dann will ich. Na gut. Besser. Braucht ihr einen Urk? Was hast du da? Ich habe ein willkürlich aus meinem Inventar ausgewähltes Objekt. Dann interessiert das mich nicht. Wir haben gerade eine wichtige Mission zu erfüllen. Okay, dann gehen wir doch nochmal uns hier richtig umschauen. Haben wir hier irgendwas übersehen? Hier können wir ein Schild noch mitnehmen. Hoffen wir mal, dass uns das weiterbringt. Männliche Aushilfskraft gesucht. Du suchst eine Aushilfe? Du kannst also lesen. Bravo. Ich suche einen schmucken Mann, der unter mir arbeitet. Schade, dass ich zu tun habe. Ich sagte ja auch Schmuck. Okay. Haben wir hier noch was übersehen? Was wurde weiter noch? Okay, Brief. Mein liebstes Rehlein, ich wünschte, du wärst bei mir. Himmel, was für eine schwülstige Einleitung. Das gibt Abzüge in meiner Online-Rezension. Na, jetzt kommt doch langsam etwas Action in die Sache. Der Dienst an der Front scheint mir nicht gut zu bekommen. Genauer gesagt, ich bin auf eine Organon-Landmine getreten und werde innerhalb der nächsten Sekunden... Arg! In Liebe, dein Papa Boso. PS? Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ich glaube, dass er heimlich unser Bad benutzt. Zumindest habe ich Unterwäsche mit seinem Namen drauf oben auf dem Spülkasten gefunden. Okay. Oh, ich habe gerade das Babyfon mitgenommen. Post für Witwe Boso. Hier wohnt keine Witwe Boso. Was wollen wir wetten? Hey, wo bleibt der Applaus? Das waren Brüller. Was steht in dem Brief, Rufus? Sag ich nicht. Ich will das Gelächter zurück. Okay. Können wir den Brief an Bambi geben? Also an Bambina? Hier an Sergeant Bambi? Weil sie dann denkt, dass das Boso ist? Das muss jetzt klappen. Komm schon. Das klappt jetzt. Jeden Moment. Also, na. Brief. Bambi. Hier. Sergeant Bambi. Gib mal. Bitte. Ja. Ich habe einen Brief für dich. Von Boso? Genau. Ich habe jetzt keine Zeit für Rührseligkeiten. Wir haben gerade eine wichtige Mission zu erfüllen. Oh, was denn für eine Mission? Hallo, ihr zwei Grazien. Du schon wieder? Was willst du? Ah, dann will ich mal nicht länger stören. Oh, tu nicht so. Okay. Na gut, ich habe nicht genug Zeit, euch länger zu stören. Besser.
Ich bin gerade echt mit meinem Latein am Ende. Bei allen drei Stellen kommen wir momentan nicht weiter. Irgendwas stimmt auch da gewaltig nicht. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich überlege mir was und dann schauen wir weiter. Bis dahin, tschüss.